sich vorbereiten für die nächsten Einsätze. Natürlich ist die Enttäuschung groß. Zweiter Versuch hat geklappt und von Jakowski und Baumgartner sind schnell weggekommen. Jetzt kommt die Zeit von Noemi Zbären, von Jakowski auf der Verfolgung von Zbären. Es ist Zbären, die gewinnt in 12,99 vor Selina von Jakowski und Merit Baumgartner. Aus dem Vierkampf wurde ein Dreikampf und die drei, die ich vorne erwartet habe, die haben es auch geschafft. 12,99 sind bestätigt bei 1,7 Meter Rückenwind. Selina von Jakowski mit Saisonbestleistung 13,18. Nur 200 Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit von 2018. Und Merit Baumgartner bestätigt die 13,24 aus dem Halbfinale, läuft auf Platz 3.